Wir stecken mitten im Lockdown und in der Zwischenzeit zieht China an uns vorbei. Ist unser Wohlstand dadurch jetzt in Gefahr oder ist es im Gegenteil vielleicht sogar eine Chance? Darum geht's heute und außerdem erfahren Sie heute endlich mal die ganze Wahrheit über meinen Kollegen Lars Erichsen. Willkommen bei Zukunftsmärkte. Der Verdrängungsmarkt auf YouTube ist gnadenlos, auch unter Kollegen. Und manche schrecken dabei sogar vor roher Gewalt nicht zurück. Und wenn Sie das jetzt für übertrieben halten, dann schauen Sie sich mal dieses Video hier an von Lars Erichsen. Jawohl. Nicht nur, dass er mir da eins zu eins den Titel geklaut hat, das heißt nämlich auch nicht verpassen, startet hier die nächste Rallye, sondern Sie können es ganz genau sehen ab Minute 4, wie er über Telefon seinen Mafia-Freunden die Anweisung gibt, man müsse jetzt mal gegen mich und meinen Kanal was unternehmen. Ein ruchloses Mordkomplott vor Publikum und laufender Kamera. Schamlos. Und dann sagt er denen auch noch, ich würde aussehen wie Mario Basler, nur kränker. Aber wahrscheinlich ist es ganz gut, dass er das so gesagt hat, weil das hat die möglicherweise verwirrt ein bisschen oder sowas. Bei mir ist bis jetzt jedenfalls noch keiner aufgetaucht, aber Mario Basler hier auf NTV, ganz neuer Beitrag, Mafia-Frage schreckt Fußballstar. Der Artikel gibt jetzt nicht viel her, außer Andeutungen, aber Sie und ich, wir wissen natürlich, wer da dahinter steckt. Lars Erichsen. Warum macht er das? Er hat es eigentlich gar nicht nötig, sollte man meinen. Der Lars hat Börsendienste, er hat einen Podcast, er hat zwei Kanäle auf YouTube mit 200.000 Abonnenten insgesamt. Er ist einer von den ganz Großen hier und das auch völlig zu Recht. Er ist ein Virtuose der technischen Analyse und er bringt das alles auch immer wunderbar rüber. Also unterhaltsam, humorvoll, völlig locker, völlig angenehm. Das ist der Lars, ein unerreichtes Vorbild für uns alle anderen. Aber man sieht es eben doch mal wieder, wenn jemand derart erfolgreich ist und wenn jemand derart über allen anderen steht, dann hat er das eben wahrscheinlich nicht nur mit legalen Mitteln geschafft. Für mich ist die Lage natürlich sehr ernst und ich hoffe, Sie wissen es zu schätzen, dass ich in so einer Situation überhaupt weitermache, dass ich Videos für Sie mache und sogar die Zukunftsmärkte-Reports noch. Der neueste, der ist zum Glück jetzt schon fertig, der Report zu den Aktien der Batteriehersteller für Elektroautos und der geht morgen raus. Sie müssen sich also jetzt eintragen dafür auf www.zukunfts-märkte.de. Die Reports sind immer gratis und Sie sehen es ja selbst, jeder Report von mir kann momentan der letzte sein. Also tragen Sie sich ein, dann haben Sie wenigstens noch diesen einen aktuellen zu den Batterieaktien. Der Anmelde-Link ist hier auch noch mal unter dem Beitrag. Und was mache ich jetzt? Ich verschanze mich eben, man darf ja sowieso kaum noch raus. Ja, Lockdown. Impfungen, Coronavirus. Ich fürchte, wir haben es versemmelt. Man kann es kaum noch anders sagen. Es ist jetzt ein Jahr her, dass der erste offiziell Infizierte, dass es den gegeben hat auf deutschem Boden, war ein Mitarbeiter von Webasto. Und es ist unglaublich, in was für einer Lage wir heute sind, ein Jahr später. Natürlich nicht nur wir, sondern die meisten anderen Länder auch. Arme Länder, reiche Länder, aber eben gerade auch die reichen Länder, wo man ja eigentlich hätte denken sollen, die werden doch damit fertig. Die haben doch das Geld, die haben doch die starken Institutionen, die haben doch ein starkes Gesundheitssystem. Aber gerade die reichen Länder, die sehen ja mit am schlechtesten aus momentan in dieser Krise. Und das wäre alles noch hinnehmbar, wenn man nicht genau wüsste, dass es andere Länder gibt, die es geschafft haben, wo das Coronavirus seit Monaten schon so gut wie keine Rolle mehr spielt. In erster Linie China natürlich. Ausgerechnet China, ausgerechnet da, wo die Epidemie
ausgebrochen ist, ja, wo sie wochenlang brutal gewütet hat, wo die Behörden am Anfang auch versagt haben. Aber jetzt, nach einem Jahr unterm Strich, da sind nicht mehr, ist nicht mehr China der Versager, sondern wir sind's irgendwie, ja. Und wir trösten uns gern damit, dass wir sagen, naja, China ist ja so ein repressives System. Das ist natürlich ein Riesenvorteil, wenn man eine Epidemie bekämpfen will. Aber es sind nicht nur Länder wie China und Vietnam, die da gut rausgekommen sind. Taiwan zum Beispiel, eine Demokratie, wo die Epidemie mit als erstes ausgebrochen ist. Taiwan hat weniger als 1000 Infizierte gehabt, und zwar insgesamt bis jetzt. Australien, Neuseeland stehen auch hervorragend da eigentlich. Und auch ein Land wie Südkorea, Industrienation wie wir, dicht besiedelt, steht jetzt nicht ganz so gut da wie die anderen Länder, die ich gerade genannt habe, aber im Vergleich zu uns sind auch da die Infektionszahlen lächerlich niedrig. Es geht also nicht unbedingt um die Frage Demokratie, Entschuldigung, Demokratie oder Diktatur, sondern es geht eher um die Handlungsfähigkeit des Staates. Und bei der Frage, da müssen wir uns hier und in der EU, vielleicht auch in den USA, schon mal Gedanken machen. Nicht nur was Corona betrifft langsam, sondern auch, was kriegen wir grundsätzlich noch so auf die Reihe. Hier bei uns Verteidigungspolitik zum Beispiel, Außenpolitik oder, ja, konkretes Beispiel, der Bau von Flughäfen. China baut zurzeit über 100 Flughäfen. Nicht, dass wir jetzt auch 100 Flughäfen nochmal neu bräuchten. Die Frage ist doch nur, können wir es überhaupt noch bei den Strukturen, die wir hier haben? Es gibt ja eigentlich keinen Gewinner der Corona-Krise in dem Sinn. Es haben alle drunter gelitten. Aber wenn es einen Gewinner gibt, relativ zu den anderen Ländern, dann ist das natürlich China. Nur zwei Zahlen jetzt mal. Erstens, die chinesische Wirtschaft ist letztes Jahr um 2,3% gewachsen. Und damit war sie unter den großen Volkswirtschaften die einzige, die letztes Jahr überhaupt gewachsen ist. Außerdem ist die Wirtschaft dann nur im ersten Quartal eingebrochen, hat sich im zweiten Quartal schon wieder erholt. Und im vierten Quartal lag das Wachstum schon wieder bei 6,5%. Und die Schätzungen für dieses Jahr, die sind jetzt bei einem Wachstum von mindestens 7,5% in China. Für den Rest der Welt, der wird sich auch erholen. Da sagt die Weltbank zum Beispiel 4% im Durchschnitt. Aber auch nur dann, wenn bei den Impfungen alles wie geplant läuft. Und auch dann bei diesen 4% wird der größte Wachstumsbeitrag wieder aus China kommen. Dann die zweite Zahl, ausländische Direktinvestitionen. Da sind letztes Jahr 163 Milliarden Dollar nach China geflossen und damit hat es die USA bei den Direktinvestitionen überholt. Die, die nicht spekulieren mit Kapital, sondern die Unternehmen sind, die langfristig investieren in Anlagen und Projekte, die waren sich völlig klar, trotz aller politischen Spannungen, die es ja auch gegeben hat, wohin die Reise geht. Die Corona-Krise wirft also uns nochmal stark zurück und stärkt China relativ zu uns. Das schürt natürlich Sorgen. Schauen wir uns hier zum Beispiel mal an. Der Spiegel von letzter Woche, das Cover. Der Siegeszug des Drachen, ich hoffe, man kann es sehen. Auf den ersten Blick ist da nicht ganz klar, wer ist da überhaupt gemeint mit dem Drachen. Es könnte ja auch Christian Drosten sein, hier oben im Bild. Aber es wird klar, wenn man unten hier sieht, wo die Frage gestellt wird, wie überlegen ist uns China eigentlich wirklich? Und was auch klar wird, dieser Drache, den wir hier sehen, der ist nicht besonders freundlich. Und damit reiht sich das Ganze ein in eine lange Reihe von Sendungen und Artikeln und Beiträgen, in der Chinas Aufstieg gezeigt wird als ein und dargestellt wird als eine Gefahr, die für uns existenziell ist. Ich habe zu China und seinen Stärken und Schwächen schon zig Videos gemacht hier. Man kann das auch nicht alles in einem Video abhandeln. Ich werde hier auch jetzt nicht die große Systemfrage aufwerfen. Eins muss ich aber nochmal sagen, ich habe schon mal gesagt, ich finde es sehr gefährlich, ich finde es sehr besorgniserregend.
dass bei uns oder noch stärker in USA zum Beispiel China immer wieder aufgebaut wird und verstärkt aufgebaut wird als unser Feind und als eine Gefahr für unsere Zukunft. Man kann naiv sagen, finden, was ich sage, aber es ist eine Sache zu sagen, mir gefällt vieles an China oder in China nicht. Der Meinung kann man ja auch sein, aber es ist eine ganz andere Sache zu sagen, wir müssen China auf Biegen und Brechen klein halten, weil davon unser Wohlstand abhängt. Die deutsche Wirtschaft, die fährt beim China-Geschäft schon mal nicht schlecht. Und wenn China sich letztes Jahr nicht so stark erholt hätte, dann wäre es für viele Branchen hier ein Desaster geworden, noch schlimmer, als es ohnehin schon war. Unserem Wohlstand geht es fürs Erste schon mal deutlich besser, wenn wir mit China zusammenarbeiten und nicht gegen China arbeiten. China ist aber eine aufstrebende Macht, auch militärisch. Aber es hat seit über 40 Jahren kein Land, also seit dem Krieg mit Vietnam, kein Land angegriffen und hat sich militärisch nirgendwo eingemischt. Und für so eine aufstrebende Großmacht ist das ein Novum in der Geschichte, dass die so passiv geblieben ist. China mischt sich überhaupt grundsätzlich wenig ein. Es will aber natürlich auch, dass sich die anderen nicht in China einmischen, was uns jetzt wieder natürlich nicht besonders gut gefällt. Die Signale, die momentan kommen aus Peking, sind natürlich mittlerweile unterschiedlich. Wir können uns aber hier immer noch nicht beklagen. Also China bietet immer wieder auch Kooperationen und Zusammenarbeit. Das brauchen wir auch. Also selbst wenn wir jetzt sagen würden, das mit der Wirtschaft und dem Handel ist uns völlig egal, das wollen wir jetzt alles nicht mehr haben. Aber spätestens bei Themen wie Klimawandel oder so, auch da wird man ohne China nicht weit kommen. Und China will da ja auch kooperieren. Also die Feindseligkeit in letzter Zeit geht schon eher vom Westen aus, also die Handelskonflikte zum Beispiel. Und wenn die USA so Dinge beschließen, wie dass man jetzt chinesische Unternehmen abschneidet mit der Versorgung von Halbleitern zum Beispiel, aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, und damit ja die Existenz von ganzen Industrien in China auch gefährdet, dann ist das selbstverständlich feindselig und wird in China natürlich auch so aufgefasst. Und China hat da sehr gut verstanden, dass es da zwar um viele Fragen geht, dass es aber auch darum geht, dass man versucht, China grundsätzlich klein zu halten. Und so ist es ja auch. Und dadurch entsteht eine Frontstellung, in der auch China sicherlich irgendwann mal sagen wird, es macht nicht viel Sinn, wenn wir uns konstruktiv verhalten, denn der Westen will uns ja im Grunde seines Herzens sowieso nur schaden. Und damit wäre dann aber das Ende einer Kooperation eingeläutet, die im Grunde jetzt seit Jahrzehnten läuft und die beiden Seiten unglaublich viel gebracht hat. Das darf man auch nicht vergessen. Wie gesagt, man muss sich jetzt natürlich nicht alles bieten lassen, aber es kann nicht unsere Agenda sein, dass wir sagen, wir wollen den Aufstieg von China grundsätzlich abwürgen. Erstens ist es dafür schon zu spät und zweitens ist es nicht sehr fair. Und für mich ist jetzt der Aufstieg Chinas oder der Aufstieg von ganz Asien ja eigentlich in dem Sinn kein Ärgernis, sondern es ist einfach eine Tatsache. Und die Weltwirtschaft ist ja auch kein Nullsummenspiel, wo es dem einen besser geht, wenn es dem anderen schlechter geht, sondern ganz im Gegenteil. Und wenn es Asien gut geht, haben wir auch was davon. Und ja, gerade auch als Anleger. Und bei mir ist es auch so, wenn ich sage jetzt, ich finde die oder jene chinesische Aktie ganz gut, dann denke ich dabei nicht unbedingt an die kommunistische Partei, genauso wenig wie ich jetzt an Joe Biden oder Donald Trump denke, wenn ich eine Apple-Aktie kaufen würde. Mein Standpunkt ist, wenn Volkswagen in China Autos verkaufen darf, dann darf ich auch chinesische Aktien kaufen. Das ist meine Meinung. Ich weiß, man kann das natürlich auch ganz anders sehen. Aber was ich auf jeden Fall auch noch sagen muss dazu, ich bin jetzt vielleicht kein Fan von der kommunistischen Partei, aber ich bin schon ein China-Fan. Ich finde China faszinierend und ich mag auch die Chinesen sehr. Also die Chinesen sind angenehme Menschen, fröhliche Menschen, umgänglich, aber sie sind auch sehr geschäftstüchtig, sehr fleißig. China ist aus vielen Gründen so stark geworden, aber es ist vor allem stark geworden wegen der vielen, vielen hart arbeitenden und ehrgeizigen und fleißigen Chinesen. Und da, in dem Punkt, liegen die weit vor uns.
Da können wir uns noch eine große Scheibe davon abschneiden. Das ist möglicherweise unser eigentliches Problem. Ich bin immer skeptisch, wenn ich höre, wir müssen unseren Wohlstand verteidigen gegen dieses oder jenes Land oder gegen diese oder jene Entwicklung. Ja, vielleicht muss es manchmal sein, dass man seinen Wohlstand verteidigen muss, aber in der Regel wird Wohlstand nicht verteidigt, sondern erarbeitet. Und da haben uns China und Asien, wie gesagt, zurzeit ein bisschen was voraus. Also sehen wir zu, dass auch wir weiterhin fleißig sind und dass wir die Früchte unserer Arbeit natürlich auch gut investieren. Am besten in den Ländern, wo die Leute auch sehr fleißig sind. Und für die Länder bin ich ja auch unter anderem da mit meinem Zukunftsmärkte-Kanal. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie das mit mir weiterverfolgen und vielleicht den Kanal ja auch abonnieren. Dabei dann immer auch die Glocke drücken, damit Sie dann auch mitbekommen, wenn neue Videos da sind von mir. Es sind immer auch Themen dabei für Sie sehr wahrscheinlich, von denen die neu sind und wo Sie woanders nichts drüber finden werden. Und kleine Erinnerung nochmal, wo Sie sich jetzt auch noch schneller eintragen müssen, ist eben der gratis Zukunftsmärkte-Report mit dem Update zu den Batterieherstellern www.zukunfts-märkte.de. So, und ich mache jetzt noch mal eine Runde ums Haus, sicherheitshalber. Sicher ist sicher. Und wenn es Ihnen auch manchmal so geht, dass Sie das Gefühl haben, ja, dass Sie das Gefühl haben, es braut sich was zusammen, dunkle Mächte verschwören sich, die Schlinge zieht sich irgendwie zu um Sie, Sie hören komische Geräusche, Sie spüren einen Eishauch im Nacken und Sie haben wirklich das Gefühl, dass Sie die Präsenz des Bösen regelrecht spüren. Dann keine Angst, es ist nur Lars Erichsen. Alles Gute Ihnen und herzlichen Dank fürs Zuschauen.